Herzlich willkommen zurück. Endlich nach ein paar Monaten. Trackmania Grand League geht weiter. Winter Season 2021. Wir sind wieder am Start. Felix und ich werden die nächsten 6 Steps für euch diesen jungen Mann hier casten, der gerade noch auf KV Start Ziel steht. Den guten Massa, der, glaube ich, einen neuen Skin bekommen hat. Kann das sein? Ja. Ja, so der ein bisschen Winterdesign-mäßig, ja. Der ist neu. Ja, sieht ganz cool aus. Ja. Es gibt ein neues Voting-System. Ihr erinnert euch, ihr könnt für die Fahrer cheeren oder jubeln, damit man in-game, sobald über Start-Ziel-Fahren, einen Chant hören, einen Jubel, der dann ausgeschrieben wird. Früher ging das über den Twitch-Chat, über GoMassa. Jetzt geht das über eine externe Seite, damit man im Twitch-Chat auch mal tatsächlich Reaktionen zu dem Gecasteten und zu den Fahrern und den Sachen, die da zusammenspielen, sehen kann im Chat. Ansonsten war das immer nur ein kompletter Spam. Da hat sich Nadeo jetzt was einfallen lassen. Das läuft über eine externe Seite. Die erreicht ihr unter dem Ausrufezeichen TMGL Vote. Und wenn ihr ein Uplay bzw. Ubisoft-Account habt, könnt ihr hier auf der Seite für euren Lieblingsfahrer stimmen. Man hat pro Runde 5 Cheers. Also wenn ich jetzt hier einmal auf Cheer Massa drücke, habe ich für den gestimmt. Jetzt sind es noch 4. Und da muss man den hier suchen. Das refresht sich immer, damit man hier nicht botten kann. Da muss man den mal so ein bisschen suchen. Ich drücke natürlich alle 5 Cheers jetzt mal bei Massa rein. Und wenn er Bock hat, macht das sehr gerne. Ausrufezeichen TMGL-Vote. Ja, wahrscheinlich ist er auch down. es bringt nichts, wenn ihr das spammt. Der Befehl, der funktioniert nur alle 20 oder 30 Sekunden. Das heißt, wenn unter dem Ausrufezeichen TMGL-Vote nichts kommt, einfach Chat hochscrollen, bis ihr den Link findet. Da ist er jetzt zum Beispiel gerade da vom Nightbot. Ja. Ja, macht das gerne. Mal gucken, vielleicht hören wir heute das ein oder andere Go Massa. Gucken, ob das Server das standhält. Und es gibt ansonsten auch einigen neuen Kram. Wir haben zum Beispiel jetzt hier einen Replay-Mode. Der switcht dann automatisch in diese Kameras hier, diese Verfolgerkameras oder diese Helikopter-Cam an verschiedenen Positionen auf der Strecke, was ganz cool ist. Es gibt neue Custom-Blöcke. Ihr seht da zum Beispiel die Steine links und rechts von der Strecke, die sind neu. Dann gibt es das Trackmania Grand League Logo als 3D-Skulptur auf der Map. Und wir mussten hier eine Mod installieren, wodurch wir hier dieses Schnee-Scheme auf der Map haben. Also das alles, was Schnee ist, ist normalerweise das Gras. Zum Teil ist das Dirt auch mit so einer Schneetextur jetzt überdeckt. Wir haben sich ein paar neue Sachen einfallen lassen. Es wird ziemlich cool. Das Punktesystem ist dasselbe geblieben. Wir gehen jetzt hier gleich in die Einführungsrunde. Da haue ich euch, glaube ich, nochmal den Einspieler rein. Und wir gucken uns an, wie das Punktesystem hier in der Trackmania Grand League funktioniert. Das wurde nicht verändert, aber nochmals kleiner Refresher, jetzt einmal hier der Einspieler für euch, dass ihr wisst, wie das hier heute abläuft. Welcome to a Trackmania Grand League step. Let's zoom in on how a step works. Each step is played under the Champion mode, which consists of 6 races taking place on 6 different maps. In each race, the 16 players will start the race at the same time and will execute 6 laps. The player with the best lap time is given 2 extra points for every race. For the first 2 maps, part of the opening phase, players get warmed up and win points according to their position. For maps 3 and 4, things heat up, and the players who finish the race in 9th to 16th place lose half of their points won from the previous maps. Every player still wins points for the maps being played based on their position. For the 2 final maps, the pressure is on and everything is at stake. Players finishing the race in 9th to 16th place lose all the points that they have won so far. In conclusion, step points are fully determined at the end of map 6. And these step points are then added to the global ranking. So, und da sind wir wieder in-game. Also ihr seht, das Punktesystem in der Trackmania Grand League unverändert. Es sind nach wie vor 6 Steps, die gefahren werden. Jeden Sonntag um 20 Uhr spielen hier die besten 16 Trackmania-Fahrer der Welt gegeneinander. Wir sind nach wie vor der offizielle Cast für Big Massa. Das heißt, wir sind hier natürlich etwas parteiisch und feuern hier unseren Jungen, den Dennis, an. Wie das im letzten Season auch schon war. Und ihr seht links in der Liste 2 neue Gesichter. Und zwar ist das hier einmal auf der 9. Ich kann ansonsten auch einmal das Standing einblenden. Da seht ihr es hier auf dem ersten Platz, der Link. Der hat sich qualifiziert über das Combine, was nach der Open Grand League stattgefunden hat. Und der Mada hier auf der 4, der für die Ork Edelweiß fährt. Aus Australien. Der erste australische Fahrer jetzt hier in der Grand League, glaube ich. Aber bei dem ist es jetzt irgendwie um 7 oder so, oder? Um 6? Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr es jetzt gerade in
Australien ist, aber für den sind das kranke Zeiten, glaube ich auch. Ja, die sind auf jeden Fall voraus. Da ist schon Montag. Ich glaube, um 6 müsste es da jetzt sein oder um 7. Das ist hart, ja. Der hat sich schön Wecker. Ich glaube, um 6 müssten jetzt sein. Also rausgeflogen sind, die meisten ist schon aufgefallen, Matt ist raus, der Brasilianer, der aber auch eine ganze Ecke hinter den anderen hier performt hat immer. Und Yannix, der Schweizer, ist rausgeflogen, für die jetzt Mada und Link dabei sind. So, wir gehen schon rein in die erste Map. Die heißt Vantoneo. Wobei, wir haben hier noch ein zweites Warm-up, wie es aussieht, ne? Ist noch immer ein Warm-up. Okay, dann kann ich euch hier einmal den Einspieler zeigen. Wir haben jetzt nämlich auch coole Einspieler bekommen von Nadeo selbst. Den zeige ich euch jetzt einmal. Das ist ganz geil. Hier ein bisschen mehr Production Value. Da wurde jetzt Wert drauf gelegt. Das finde ich ganz cool. Da seht ihr einmal die Map in verschiedenen Kameraperspektiven. Und die Map heißt Vantoneo wegen dem Neo-Slide. Die Identity, die seht ihr jetzt gleich. Hier gibt es nämlich eine Kurvenfolge genau hier, wo die Fahrer mit relativ wenig Speed um diese Kurven fahren müssen. Und die müssen hier den Neo-Slide benutzen. Das ist eine Slide-Art, die du benutzt in Kurven, wo du ansonsten zu wenig Speed hättest, um in den Drift zu kommen. Da gibt es die Technik Neo-Slide, mit der du da rumkommst. Wird super hart sein. Ich beherrsche den nicht, Felix auch nicht. Das war alles nach unserer Zeit. Und die Fahrer müssen hier versuchen, 6 Runden hintereinander durch diesen Parcours zu kommen. Hier sehen wir auch nochmal die neue 3D-Skulptur des Trackmania Grand League-Logos. Nice Sachen. Coole Sachen, ja. Da haben die sich ein bisschen was einfallen lassen. Massa hatte in der letzten Season gesagt, er struggelt so ein bisschen mit dem Neo-Slide. Das werden wir heute sehen, ob er das hier packt. Da sehen wir ihn gerade in der Identity. Geh nochmal in den Follow-Mode. Oh, bei mir buggt der Kamerawechsel. Jetzt geht's, glaube ich. Wenn ich zwischen Spielern hin und her wechsle, fliege ich manchmal wieder in den Replay-Mode. Aber jetzt bin ich auf Massa drauf. Naja, ist automatisch leider. So, und stimmt gerne für Massa ab. Ausrufezeichen, TMGL-Vote. Geht auf die Seite, meldet euch damit Uplay an. Ja. Stimmt für Massa und dann könnt ihr gleich die neuen Chants hören. Und er hat sich wieder angekündigt als bester Spieler im Turnier. Und jetzt muss er auch mal abliefern. Ansagen wurden gemacht. Generell können wir schon mal so viel vorwegnehmen, dass die Strecken in dieser Season sehr viel techlastiger sind als zuvor noch. Also es wurde auf jeden Fall auch mal auf das Feedback der Fahrer... Was war das denn direkt von Massa? Ja, es ist unfassbar. Es wurde auf das Feedback gehört von der Community und den Fahrern. Das Einzige, was sie beibehalten haben, ist das Punktesystem, was natürlich extrem in der Kritik stand. Aber ansonsten, was die Strecken angeht, wird das alles deutlich knapper als zuvor. Sehr techlastig inzwischen, bis auf die Identities natürlich. Also Massa hat ja gesagt, er sollte keine Probleme mit den Maps haben. Alle 6 Maps seiner Meinung nach im ersten Step jetzt gut. Wir werden mal gucken, ob er damit recht behält. Oh, Bryn. Oh, da ist er direkt wieder angeeckt. Sehen wir hier den Neo-Slide. Und wer sich da mal durchsetzt. Das ist natürlich super risky. Wenn du hier von dieser Plattform fällst, musst du resetten. Und da ist jemand runtergerutscht. Ich glaube, es war Scrappy gerade. Auf der 16, der dann großen Fehler gemacht hat. Ja, das war. Die ersten beiden Maps, wie immer, nicht so wichtig. Genau, ihr kennt ja das System nach wie vor. Die ersten beiden Maps sind die Opening Laps, wo alle Fahrer ihre Punkte behalten. Richtig spannend wird es dann erst ab Strecke 3 und 4. Da verlieren die Fahrer auf Platz 9 bis 16 die Hälfte ihrer Punkte. Und auf den letzten beiden Maps 5 und 6 verlierst du alle deine zuvor gesammelten Punkte, wenn du auf Platz 9 bis 16 landest. Deswegen wird das hier genauso sein wie in der letzten Season. Die ersten beiden Maps werden weniger trainiert als die restlichen. Naja. Wird man sehen, wie sich das Niveau nach und nach ein bisschen steigert. Wir waren gestern mit Massa im Voice und der hat uns ein bisschen was erzählt. Unter anderem, dass der Papu diesmal nicht so gut aussieht. Er war sich aber nicht sicher, ob der offline trainiert hat. Aber wenn man sich gerade mal das Teilnehmerfeld anguckt, der ist gerade auf der 1, der Kollege. Ja, die Franzosen sind immer Beta. Das war schon immer so. Immer wie Gwen zum Twitch-Rivals. Ich bin gerade auf Gwen drauf. Alle. Die waren alle irre. Wenn der gerade auf der 5 und der fällt runter. Da geht man in den Backslide rein auf dem Dirt, um da um die Kurve zu kommen, das ist ganz spannend. Rutscht komplett von der Map, das war ja unlucky. Ja, hat den Backslide nicht bekommen. Eieiei. Ich glaube, Gwen ist der Fahrer in dem neuen Trackmania, der mit Abstand das meiste Preisgeld jetzt gewonnen hat, durch das Twitch-Rivals auch. Safe. Ist nach wie vor auch der jüngste Fahrer im Teilnehmerfeld mit 16 Jahren.
Wenn wir hier so, wo man denkt, das sind Leute, die schon 1000 Jahre dabei sind, so ein Karl Junior oder so ein Papu. Karl ist auch noch 23 Jahre jung eigentlich. Da hat man es gerade gehört. Wer war das? Wer wurde da an? Ich hab's nicht verstanden. Sondern nur irgendwelche Kinder, die reinschreien. Wer wurde da gerade angefeuert? Mada hat einen DNF übrigens. Boah, der hat gar keinen Bock mehr. Was ist denn da los? Der hat sich auch angekündigt. Tweets wurden rausgesendet auf jeden Fall. Oh, Bobby crasht. Als neuer Fahrer. Die Ansagen wurden verteilt auf Twitter. Warum ist der jetzt down? Ich hab's nicht gesehen. Der war schon weiterhin. Warum der jetzt einen DNF bekommen hat, das weiß ich nicht. Bild. Da ist er wieder ins Bett gegangen. Vielleicht war er doch müde und hat sich gedacht, ach komm. 6 Uhr morgens, kein Bock auf den Blödsinn. Macht sich wieder weg. So, Masse auf der 8. Ja, wie gesagt, die ersten beiden Maps nicht so wichtig, aber vielleicht schon mal ein paar Punkte mitnehmen. Zur Erinnerung, letzte Season, Masse auf dem unglücklichen 9. Platz overall geworden. Hat sich damit nicht für die Playoffs qualifiziert, wo es nochmal um eine Stange Geld geht. Jetzt sehen wir hier das schöne Replay-Feature durch die Identity. Das ist echt gut geworden, ey. Was für ein Ding? Scrappy war das. Scrappy. Ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen hier pushen. Ausrufezeichen Team GL-Vote. Lass mal eure Schimmel für Massa da, damit wir den Chan vom Massa auch mal hören. So, mal gucken. Jetzt nimmt er hier den Bugslide um die Kurve. Oh, ja, nice. Gut durchgekommen. Ja, stark, ja. Machst du wieder auf 4? Das schmeckt ja köstlich. Bean. Ansonsten gibt es relativ wenig Neues zu erzählen seit letzter Season. Also das Preisgeld ist nach wie vor sporadisch. Wir spielen hier 6 Wochenenden um 20 Uhr immer. Es geht um 9000 Euro Preispool insgesamt. Diesmal aber mit der Änderung, dass nur die ersten 4 Plätze Geld bekommen, nicht mehr die ersten 8. Es gehen 2400 Euro an den Erstplatzierten nach der Regular Season, 1500 an den Zweiten, 1000 an den Dritten, 500 an den Vierten. Und die Neuerung ist jetzt, dass der Fahrer, der eine Map gewinnt, 100 Euro bekommt. Das heißt, es kann auch mal gut sein, eine Map hier zu gewinnen, denn dann hat man schon mal 100 Euro sicher. Das ist nice. Papu haben sie, glaube ich, gerade gerufen. Die sind komplett außer Kontrolle, die Zuschauer, die da reinrufen. Boah, Massa nimmt den Part immer mega gut. Nimmt er gut. Der macht also so viel Plus. Ja. Top 3 wären schon mal schöne Punkte gegen Aurel. Muss ich nochmal ranbeißen. Aber gerade also mit dem Crash am Anfang jetzt wieder Vierter ist schon nice. Aber man sieht wirklich, wieder echt scheinbar weniger trainiert wurde auf der Map. Also Massa mit dem Monster Crash wirklich hier in den Top 4. Stimmt. Gwen nur auf der 13. Ich sage, wir werden Gwen auf den letzten beiden Maps aber sehen. Massa aber schnellste Runde aktuell noch. Genau. Also Punkteverteilung habt ihr gerade im Intro gesehen. 20 Punkte für den ersten. Es gibt aber immer 2 extra Punkte pro Map für die schnellste Rennrunde und da fällt Massa runter. Auf welchen Platz fällt er zurück? 9? Oh, da muss er sich wieder fangen. Das ist doch ein Witz. Ich hab's gerade gesehen, er fliegt runter. Mann, umgeh. In der letzten Runde. Platz 10 holt er sich da. Das sind 5 Punkte. Wieder, dann fragst du wieder, ja, was war los? Ja, Locky halt. Newslide nicht bekommen. Newslide halt, unlucky halt. Weil ey, der memt jetzt schon wieder rein. Erster Step, erste Map und es wird reingememt. Aber schnellste Rennrunde. Das heißt, 7 Punkte, äquivalent zum 7. Platz, ist okay. Hätte man sich aber sparen können. Wir werden es nachher im Interview hinterfragen, wenn es dazu kommt. Wird doch nicht so wichtig. Ja, es ist halt leider wirklich so. Also so spannend der Trackmania Grand League Step am Ende auch immer wird. Du weißt halt einfach, die ersten beiden Maps sind eigentlich egal, weil du kannst die ersten beiden Maps durchgängig Weltrekorde fahren. Wenn du auf Map 5 oder 6 mal nicht in den Top 8 bist, dann sind die komplett wieder weg. So, jetzt gehen Wahnsinn. Wir auf die zweite Map. Die ist auch ganz interessant. Die heißt Wall Rider. Da haue ich euch jetzt einmal den Einspieler rein. Wall Rider. Eine Map, die ansonsten für die Fahrer auch kein Problem darstellt, bis auf die Identity. Wieder hier eine ganz coole Stelle. Wenn ich die Map nicht verwechsel, es gibt eine Stelle, wo du mit einem Bugslide um eine Kurve gehst. Vielleicht sehen wir es gleich. Das ist genau hier. Da gehst du mit einem Dirt Bugslide um die Kurve. Das wird ganz cool sein, gleich das Ingame zu sehen. Hier ist dann die Identity Wall Rider. Ich denke, der Name erklärt sich, warum die so heißt.
gut zu wissen hier vielleicht auch, es gibt hier keinen Kamera-Change auf der Map. Das heißt, die Fahrer müssen hier manuell die Kamera wechseln. In Kamera 1 und 2 siehst du absolut rein gar nichts. Man muss also hier noch eine extra Taste belegen, um auf die Kamera 3 zu wechseln, die wir da gerade gesehen haben, quasi aus der Reifenperspektive, dass du überhaupt siehst, was passiert. Und jetzt sind wir hier genau an der Stelle mit dem Bugslide. Das sieht ziemlich geil aus, finde ich. No. Wir schauen mal, wie Massa sich hier schlägt. Hier wieder im Replay-Feature, da sieht man das schön aus der separaten Kamera hier, wie die Leute hier rumflitzen. Da hat Massa uns gesagt, es gibt da auch verschiedene Strategien, wie man hier rumkommt. Manche gehen vom Gas, manche bremsen sogar beim Rauffahren. Ansonsten die Map relativ unspektakulär, bis auf diese Stelle, weil man hier noch Eis an den Reifen hat. Und das ist relativ tricky, sich da zu halten und nicht von der Plattform zu fallen. Massa ist es jetzt. Meine Kamera ist buggenreide hier. Wenn ich auf Massa gehe, bin ich automatisch wieder im Replay drin. Ja, das stimmt. Ist das bei dir auch so? Ja, das war bei dem Testserver nicht so. Pause. Wahrscheinlich wegen Mudder. Vielleicht hat er wirklich einen Disconnect gehabt. Ja, bei dem ist, glaube ich, das Game gecrashed, hat einer geschrieben im Chat. Okay. Natürlich unlucky. Mal gucken, ob er drauf ist, oder? Ja, der fährt auch. Okay. Ja, vielleicht ist ja noch was anderes. Eieiei, ja. Hausi Gamer. Wir werden auf jeden Fall auch wieder Karl sehen in der Top-Gruppe dieses Season. Der Mann ist einfach irre. Der braucht auch nicht viel trainieren. Der ist halt einfach so ready. Karl hat ja dann die Playoffs gewonnen. Also ansonsten hat Gwen ja eigentlich alles gewonnen, was zu gewinnen gab. Auch die Regular Season. Aber Karl hat sich gegen Gwen in den Playoffs durchgesetzt. So erfahrener Mann. Wird diesmal auch wieder so sein, dass alle Punkte am Ende der Season zusammengerechnet werden nach den 6 Steps und die Top 8 kommen dann ins Grand Final bzw. die Playoffs. Da geht es auch nochmal um ein wenig Kohle. Für den ersten geht es da um 4.000 Euro, der zweite 2.000 Euro, der dritte 1.000 Euro und der vierte 500 Euro. Jetzt versuche ich nochmal hier auf Massa zu switchen. Ich würde gerne aus diesem blöden Follower-Mode raus. Der lässt mich aber nicht. Ja, das ist irgendwie buggy. Das ist scheinbar echt ein bisschen buggy, ja. Dann schauen wir mal. Massa aber gerade auf der 1. Let's go. Kumo! Woher kommt denn das? Musst du einiges doch gut machen. So, hier, das ist ein No-Steer-Block. Das heißt, du kannst hier nicht mehr lenken. Das heißt, du musst vorher den richtigen Winkel treffen, dass du um diese Kurve kommst. Ist aber eigentlich gar nicht so schwierig. Und rein die Zuschauer. Da auch wieder sehr wild. Das sollte Mitte letzter Season gefixt sein, dass die Fahrer nicht mehr durch die Zuschauer fahren. Ein bisschen wild natürlich, dass hier die Chants irgendwelche kleinen Kinder sind. Die rufen Go Puppy, Go Massa, aber zeitgleich fahren die Leute hier durch die Menschenmassen durch. Mitten rein in der Familie. Der Familienvater am Straßenrand. Den reißt es mal kurz weg. Aber die Kinder feuern immer noch Massa an. Das ist gut so. Massa hier auf der 2. Let's go. Ja. Tween. Tween, ja. So, da sieht man schön, wie die Leute hier wegrutschen, weil die noch das Eis an den Reifen haben. Ja, auch wieder Leute mitten in der Strecke, auf der Strecke stehen die Zuschauer hier. Und da geht's wieder rein in die Familie. Aber ihr seht es ansonsten schön, sehr, sehr smooth, die Strecken. Ja. Kann man gut durchfahren, alles sehr, sehr eng. Der Fahrer auf dem Niveau ist halt nicht mehr so krass. So viel Quatsch wie letztes Jahr. Boah, da kann ich gar nicht hinsehen. So, hier der Bugslide, der ist so geil zum Zugucken. Wenn man den verkackt hier, wie Bren jetzt gerade, da hat sich aber gerade noch... Oh, Massa hat den Newslide nicht bekommen. Ah, schwierig. Aber es ist sehr eng. Sehr eng. Also von 1 bis 10, dort sogar bis 11 ist dann eigentlich alles drin. Waren die Identity aber alle sehr gleich. Ich sehe da jetzt keinen, der da irgendwie super viel aufholt. Muda. Sag mal, wir müssen doch mal Massa hören. Push mal Massa ein bisschen bei den Votes. Ausrufezeichen TMGL-Vote. Einfach auf die Seite gehen, anmelden und 5-mal auf Massa drücken. Kann nicht sein, dass das Mutter mehr Fans hier ranholt als wir. Das kann nicht wahr sein. Kann richtig sein. Mach mal eure Stimme da fertig. Als ob die sich alle da um 6 Uhr im Wecker stellen. Können doch nicht so viele sein. Massa ist dran, der beißt. Der muss ein bisschen beißen heute. Muss über den Kampf kommen.
Und da eckt er wieder an. Ich bin gerade drauf und er stirbt wieder. Mann, ist das krank. Kriegt er jetzt überhaupt den Slide? Na, er muss er saven. Damit fällt er auf Platz 11 zurück. Pitche gerade drauf und es ist wieder weg. Das ist, glaube ich, auch eine Strecke, wo du nicht wirklich viel aufholen kannst. Vielleicht kann er, vielleicht geht er noch All-In und holt sich die Punkte für die schnellste Rennrunde. Da muss er aber jetzt All-In gehen. Ja. Link. Let's go, Link! Irgendwie so ein Vierjähriger oder so. So ein Mädchen, was da beschreit. Was ist das denn? So, Kappa gerade down gegangen, sehen wir da. Massa kämpft sich ein bisschen ran, wieder Top 10 immerhin. Ja. Was steht bei dir oben links, die wievielte Rennrunde das ist? 3 von 6. Bei mir steht 1 von 6. What the fuck? Auch dann komplett buggy. Ja. Letzte Rennrunde, Bren. Da musst du immer an, das ist aktuell, ja, da musst du immer ansagen, wievielte Rennrunde es ist. Weil bei mir steht einfach Rennrunde 1 von 6. Ja, ne, wir sind jetzt in der dritten. Ich bin doch hinhauen, glaube ich. Ja. Okay. Da war es irgendwie ein bisschen buggy. Erst beim Playerwechsel ging es 4 von 6, steht jetzt bei mir. Da musst du auch nochmal wechseln, wir sind 4 von 6. Ah, okay. Ah, ja. Da ist 2 Runden noch, um hier vielleicht die schnellste zu holen. Yo, Scrappy! Ah, die Seite scheint auch überlastet zu sein. Naja, schade. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass der Twitch-Chat nicht mal so zugespammt wird. Ja, ja, ich finde es auch gut. Aber, noch angenehmer wäre es gewesen, ist natürlich auch nervig, sich da anzumelden und da drauf zu drücken. Geiler wäre es gewesen, wenn es eine Twitch-Extension wäre, wenn ihr einfach live auf dem Twitch-Player irgendwas drücken könntet. Ja. Hätte ich auch mal vorschlagen, aber vielleicht war das jetzt nicht umsetzbar. Ja. Ja, es ist einfach eine Strecke, wenn du hier einen Fehler machst, du kommst halt nicht ran. Er kommt nicht ran. Wenn die Leute vor ihm keinen Fehler machen, wird er das nicht mehr aufholen können. Massa, auch wenn er die Kurve jetzt echt geil genommen hat. Zieht damit an Evon vorbei. Aber vielleicht kriegt er Scrappy noch. Ja, man muss es risken. Replay Feature ist echt nice. Irgendwelche Kinder, die da irgendwas rufen. Oh, Brent schnitzt sich weg. Letzte Rennrunde. Ich gehe mal nach vorne. Wer holt das denn hier? Peck. Was sind das für wilde Rufe da im Hintergrund, wie so ein Fußballstadion? Echt komisch. Ah, der wird's handeln. Kommt Mama ist er noch auf der 8. Ja, komm, ah, ist noch mal ein bisschen. Ich bin gerade auf Mutter drauf. Der hat super viel trainiert. Also der grindet gefühlt mehr als alle anderen zusammen. Der ist ja übers Combine, über die Open Grand League hier jetzt in die. In die richtige Grand League reingekommen. Der hat sich auch dick angekündigt. Eigentlich ein Speedfahrer ursprünglich, wird aber nach und nach auch immer besser auf Tech, weil er halt einfach unglaublich viel reinsteckt. Auf den bin ich gespannt, wo der am Ende der Season landen wird. Ja. Der ist wirklich durch viel Grind und viel Zeit und viel Arbeit hier reingekommen und holt sich hier einen guten dritten Platz. Ja, auf Map 2. Massa immer noch auf der 8. Ja, ah, ist durch. Gut, kann er eigentlich mit zufrieden sein nach dem Schnitzer. Okay. Ball Junior, schnellste Runde. Ja, Map davor schon gewonnen, jetzt wieder Zweiter. Ah, der ist da, der ist immer da. Gwen nur auf der 12 gelandet und gerade auch nur 3 Punkte geholt. Aber der wird wahrscheinlich wieder Fokus auf die letzten Maps gelegt haben. Mal gucken, wenn Karl hier so weitermacht, dann könnte er hier mit dicken 80 plus Punkten vielleicht rausgehen. 36 hat er schon. Pack auch wieder stark dabei. Pack ist in der letzten Season Dritter geworden hinter Gwen und Karl. Auf den kann man auch hoffen. Also mal die Maps ja ein bisschen Tech-lastiger sind. Der ist ja ein Tech-Gamer. Gucken. Massa eigentlich auch. Wo ist der? Das sind aber bei Massa immer die kleinen Fehler, die dann kosten. Der jetzt auch ein bisschen unlucky war, aber nach wie vor ist es nichts verloren. Die letzten beiden Maps sind die wichtigsten. Eigentlich ab jetzt kann man wirklich hoffen und Daumen drücken. Weil ab jetzt verlieren die Leute 50% ihrer Punkte, wenn sie auf Platz 9 bis 16 landen. So, wir gehen auf Map 3 und die ist... Ja, die geht klar. Ich würde sagen, es ist optisch die einfachste Map. Die Identity zeigen wir jetzt auch einmal nochmal kurz im Einspieler.
Die Identity erinnert an Tree Jumper. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Fall Season. Da gab es eine Map, wo man zwischen diesen Bürstchenstrecken, haben wir sie genannt, hin und her springen musste. Das ist hier relativ ähnlich. Ansonsten eine super smooth Map, viel Tech, viel Dirt. Und die Identity sieht eigentlich relativ unspektakulär aus. Hier sieht man diese Würstchen, wo man dann von einer Würstchenstrecke auf die andere springen muss. Hier sieht man schön. Das Schwere ist hier natürlich, das möglichst schnell und möglichst flach zu machen und keinen Fehler zu machen. Ansonsten ist das die ganze Identity von der Map. Der Rest relativ einfach. Beim Rest darf man einfach überhaupt keine Fehler machen, weil das auch so eine Strecke ist. Wenn du hier einen Fehler machst, dann sind die Top 8 eigentlich schon verloren. Ein schwieriges Ding. Also ich sag, Massa macht jetzt eine Top 3 fertig. Der macht's. Jetzt Top 3? Ich glaube auch. Also eigentlich ist das eine Map, wo Massa eigentlich drüber fahren müsste. Schauen wir mal, wie die Identity hier fahren. Alle mit derselben Linie. Du kannst es eigentlich auch nicht anders machen. Hat aber gut aufgeholt jetzt. Bei den paar Sprüngen. Ich glaube, ich mache eine Prediction einfach mal fertig. Wie sieht es eigentlich damit aus? Massa Top 3 oder mal, nicht? Könnt ihr mal ein paar Kanalpunkte wetten. Machen wir eine Wette auf Massa Top 3 oder ist nicht? Ist es einfach schon offen? Macht euch rein. Da haben wir jetzt gerade auch mitten in der Strecke diese neuen Steine gesehen, die jetzt neu als Hindernis dazu gekommen sind. Und ihr seht hier überall diese Eiszapfen, hier zum Beispiel oben hängen. Wir werden gleich eine Map sehen, wo man durch diese Eiszapfen durchspringt. Die sind nicht solid. Also die sind wirklich nur Deko, da kann man nicht dran hängen bleiben. Nur falls ihr euch gleich wundert, ey, der ist doch mitten durch den Eiszapfen gefallen, warum ist er nicht down gegangen? Die sind nicht solid. Und wir gehen rein. Und rein. Massa. Da sehe ich ihn nochmal in der Replay-Cam. Ich kann es einfach nicht wechseln, es geht einfach nicht. Ich kann Massa nur im Replay zugucken. Ist so, ja. Es geht nicht. Dann bleiben wir da mal drauf. Oh, da ist er abgehoben, das war nicht so gut. Aber als einer der besten und schnellsten Tech-Fahrer der Welt, eigentlich muss er hier mindestens Top 5 fertig machen, wenn er keinen Fehler macht. Den kleinen Fehler von eben, den kann er ausbügeln. Auf nein. Ach du Kreis. Oh, na komm Dennis, jetzt machen wir was fertig. Über 11 Millionen sind im Pott hier. 11 Millionen Kanalpunkte. So, jetzt die Identity. Leap of Faith. Echt nice aus mit der Replay, mit dem Replay. Hat auch ein paar Plätze gut gemacht. Ja, sieht gut aus. Karl ist down gegangen. Karl ist hängen geblieben. Oh, 50% wahrscheinlich weg. Aber gut, er kommt eh immer nochmal. Hat man letzte Season auch gedacht. Karl immer irgendwie letzter gewesen und kam dann immer nochmal als Top 8. Der ist immer wieder da. Massa kämpft sich rein in die Top-Gruppe. Ja, also Top 8 hier mehr oder weniger innerhalb von einer halben Sekunde zusammen. Da kann noch alles passieren. Ja. Aber auch dahinter ist es knapp. Also wenn wir mal hier auf die 16 gehen, auf Scrappy, der ist halt auch noch in Range. Der kann auch noch die Top 8 fertig machen. Und das ist es halt mit den Strecken, wenn die so clean sind und so ansonsten relativ einfach zum Durchfahren. Du darfst dir einfach keinen Fehler erlauben, weil wenn du dir einen Fehler erlaubst und irgendwo in eine Bande kommst, dann sind deine Punkte weg und du bist Platz 9 bis 16. So, jetzt haben wir eine clean Identity, Platz 7. Hat schon zwei Plätze gut gemacht in der Runde. Bleib mal drauf. Und schwingen. Ist aber auch so eine Identity, wo ich bei Dennis immer Angst habe, weil er riskiert gerne viel. Wird's immer rein, wenn der fährt. Hat aber ein bisschen, also es wird glaube ich nicht so gut. Ein bisschen Speed verloren, aber Platz hat er nicht verloren. Bislang aber solide. Hat sich noch keinen allzu großen Schnitzer erlaubt. Ren? Ah. Oh, da ist einer tot. Ja. War das war wieder Karl. Der hat sich wieder rangekämpft. Und ich glaube, es war wieder Karl, der zurückgefallen ist. Link ist super weit weg. Bei dem kann ich auch nur die Replay-Kamera sehen. Wie sieht es denn hier bei unseren anderen deutschen Kollegen aus? Riolu auf der 11. Scrappy, natürlich Belgier, aber spricht auch Deutsch. Auf der 12. Massa hält die Fahne hoch, ich switch gerade auf ihn und er hat scheinbar gerade einen Fehler gemacht, ja, weil der verliert gerade einige Plätze. Ja. Platz 10. Er muss in die Top 8 kommen, sonst halbiert er seine 13 Punkte hier. Oh, da hat er auch Glück gehabt. Kappa mal auf der 1, ja Mensch. Kappa ja auch alter Tech-Fahrer, der müsste eigentlich auch auf den Strecken fit sein hier.
Das sieht aber wild aus. Also Karl, 36 Punkte, die sind dann wohl scheinbar doch weg. Außer der, aus dem passiert noch ein Wunder. Aber Massa kämpft sich ran. Massa will es aber wissen. Aurel und Scrappy haben, hat er gleich, glaube ich. Na, Top 8 wäre schon gut hier, wenn der Hälfte weg wäre. Das wäre nicht so gut. Da muss rein. Auch noch in Sicht. Oh, ja, da war er, ja, ja. Let's go, Massa. Und der macht den Fehler. Dann lässt er sich pushen, fährt an die Wand und er kann den Reset nicht benutzen, weil er wieder an die Wand fährt. Doppelfehler. Die Fahrer hören die Chants nicht, sonst hätte man sagen können, er hat sich da ablenken lassen vom Publikum, aber die hören es nicht live. Und genau in dem Moment passiert's. Oh. Da sind wohl die Hälfte der Punkte der weg. Ich gehe mal auf Karl, weil irgendwie ist der wieder fast dran. Ja, Karl ist immer da. Da schauen wir mal, ob Karl seine 36 Punkte hier behalten darf. Habe ich nie passiert, dass der mal komplett resettet wurde. Das ist unglaublich. Karl wirklich einer der konstantesten Fahrer. Der spielt schon seit Season 1, glaube ich, in der Trackmania Grand League Map mit. Der hat 29 Maps bereits gewonnen. Das sind 26% aller Maps, die er überhaupt mitgefahren hat. Also jede vierte Map holt sich Karl und hat insgesamt schon 8 Steps gewonnen. Noch krasser in den Stats ist eigentlich nur Gwen, der ja seit der Fall Season 2020 erst dabei war, also seit der letzten Season, die wir auch schon gecastet haben. Der hat 8 Strecken gewonnen und 3 Steps. Der hat 3 von 6 möglichen Steps gewonnen und kommt damit auf 50%. Das ist natürlich noch eine Ecke krasser, sind aber natürlich auch ein paar weniger. Also für mich nach wie vor hier auch wieder Gwen und Karl die absoluten Favoriten, das Ding zu holen. Ich glaube, Karl kommt wieder echt noch wieder an die Punkte. Er ist schon wieder heiß. Er hat Bock. Sind in der vorletzten Runde. Er ist. Einen brauchen wir noch. Er ist noch eine Ecke hinter Scrappy. Ich glaube, einer stürzt eh noch ab und dann ist er da. Der riskiert es aber gerade auch. Muss er. Ich gehe mal kurz vorne in die Gruppe. Da sehen wir Kappa auf der 1. Dahinter Peck, der auch super stark auf Tech ist. Kappa auch schnellste Runde. Und Papu das richtig schmecken. Ist gerade down gegangen, der Papi. Der ist tot, ja. Und es ist so, es wird Karl sein, oder? Fällt, nee, so ein bisschen weiter. Ja, fällt auf Platz 7 jetzt zurück, hinter Mutter. Gehen wir mal auf Karl. Oh, der muss jetzt aber ganz schön ziehen. Das ist schon eine Ecke, die er da aufholen muss auf Scrappy. Evon war das, oder? Let's go, okay, Evon. Oben da mal irgendwas rein. Ah, Kappa zieht aber durch, ey. Das aber oben links. Runde. New Best Lab Massa. 2 Punkte für Massa, das ist stark. Reicht uns. Da muss er all in gehen. Vielleicht, ich hoffe, das reicht jetzt in der letzten Runde. Wäre unlucky, wenn er jetzt noch einen einkassiert. Aber 2 Punkte immerhin noch gesaved, wenn es so bleibt. Und Karl kommt nicht ran. Er kommt nicht ran. Er muss jetzt auf den Fehler hoffen in der Identity. Kappa nach wie vor auf der 1, dahinter packt Twin, Gwen auf der 4. Da wird vorne nicht mehr viel passieren. Aber wir gucken jetzt Karl. Behält Karl die Punkte. Ansonsten zieht Pack da vorne mit den 14 extra Punkten, die er bekommt, ganz schön weg. So, passiert da ein Fehler. Jetzt fliegen wir gerade hier Karl hinterher. Oh, das hat er sehr riskant genommen. Er holt auf, aber reicht das? Es reicht nicht. Es reicht nicht. Er ist ja wirklich all in gegangen. Nee, das reicht nicht. Schade. Aber unglaublich knapp. Ah! LOL! Wer war das? Scrappy, glaube ich. Und Scrappy geht down und Karl behält sie doch. Es ist wieder Karl. Der ist nie weg. Der hat aber auch ein Glück. Und dann ist er immer da. Eventuell Skript. Also ich meine, bei Scrappy war es jetzt nicht so relevant. Der hat 7 Punkte, halbiert er halt auf 3 oder 4 und kriegt jetzt nochmal 3 dazu. Aber das war wichtig für Karl. Das wären minus 18 Punkte gewesen. Der hat, also der hat da irgendwie, ich glaube, der geht wirklich jeden Sonntag in die Kirche und beichtet da irgendwie, der liebe Gott guckt ihm doch zu. Ja, ist gescriptet gewesen, GG, krass. Der wirft Scrappy scheinbar absichtlich weg und jetzt verlieren 62% von euch ihre Kanalpunkte. Gelder wurden bezahlt. Denn Massa hat's nicht gepackt. So, wir sind schon auf Map 4. Ihr merkt vielleicht auch, dass die Maps ein bisschen kürzer sind als in den letzten Steps. Da haben sie dran gearbeitet, dass das ein bisschen kompakter alles ist. Und wir gehen auf die Map 4. Und das ist die,
die ich zum Zuschauen am krassesten finde. Und ich glaube, wir werden hier einige Fehler sehen. Wir gehen auf Gap Jumper. Ihr könnt euch jetzt gerade überlegen, warum die wohl Gap Jumper heißt. Ihr werdet es gleich sehen. Ich werde es mal unkommentiert lassen. Und ihr stellt euch jetzt dann gleich bitte vor, wie das ist, das live zu fahren. Unter dem Druck, der herrscht. Und das 6-mal in Folge ohne Fehler schaffen zu müssen. Ansonsten seht ihr hier relativ smooth, schön langer Graspart. Viele Slides, da kommt man als krasser Fahrer rum. Und das ist die Identity. Bitteschön, guckt es euch an. Hier ein komisch unsmoother Jump auf einer Rampe drauf. Und diesen Sprung, den du in Kamera 1 und 2 fast blind schaffen fahren musst, müssen die 6-mal in Folge schaffen. Du hast eine wirklich winzige Gap, die du durchspringen musst. Und da bin ich super gespannt, wer das 6-mal in Folge ohne Fehler schafft. Wenn du es nicht schaffst, ist es ein kompletter Reset und du verlierst wirklich einige Sekunden. Die werden sterben, wie die fliegen hier. Mal gucken. Willst du nochmal eine Prediction starten? Kannst ja mal Master Top 5 machen. Also wie kommst du? Master Top 10. Ja, oder okay. Top, nee, Top 5? Okay, Top 5, ja, komm. Master Top 5 jetzt mal. Hier kommt es echt fast nur darauf an, wirklich clean offen, durchzukommen. Schauen wir mal im Warm-Up, ob er den schafft. Da sehen wir die Leute hoch. Alle durch! Hoi, hoi, hoi! Doch, Massa, jetzt, wenn, jetzt reißt du was ab. Wird auf Ja gehen. So, the Prediction schafft Massa die Map. Jetzt muss er wirklich was abfeuern. Doch, er wird's handeln jetzt. Ich glaube auch, jetzt. Platz 12, das reicht nicht. Aber gesagt, das ist halt das Live-Ranking, das kann alles noch komplett down gehen. Das ist ja das System jetzt. Das geht halt. Gerade auf die letzten beiden Maps dann. Oh ja. Noch nichts entschieden. Also nochmal zur Erinnerung: Die Fahrer, die jetzt auf Platz 9 bis 16 landen, verlieren 50% ihrer Punkte. Komm. Bin echt gespannt. Ich sage, in der ersten Runde fliegen 2 bis 3 komplett weg. Würde mich wundern, wenn das durchgehen würde. Die haben es im Warm-Up echt gerade clean hinbekommen, aber ich glaube echt unter Druck. Oder ist einer. War das Karl schon wieder? Nee, wer war das gerade? Ja, es aktualisiert leider links immer so langsam. Ich weiß auch nicht, was war. Mal gucken, was da jetzt passiert. Kappa war das. Kappa? Ist er das, der so weit hin ist? Oh ja, Kappa ist super weit hin. Kappa ist komplett RIP. Ansonsten seht ihr hier aber auch direkt wieder sehr techlastige Map. Ja. Das finde ich schön zum Zuschauen hier, dieser Graspart, wie du einfach so smooth und slidest. Ich glaube, ich bin gegen schon Jump. Auf Massa. Identities hat da eigentlich immer gut gehandelt in der letzten Season. So, wir gucken sind rein, wir bei der Massa, wie handelt das? Und er ist... Ja? Die alle, aber oh, alle! Lol. Alle ausnahmslos durchgekommen. Krass. Marvel Gamer. Das Wilde bei der Identity ist ja, ansonsten hatten wir oft Identities in der letzten Season, wo es darum ging, die möglichst gut durchzubekommen oder möglichst schnell durchzubekommen, weil man da viele aufholen konnte, gerade in den Ice Identities letzte Season oder die Sache mit dem Reaktor-Boost. Bei der Identity geht es wirklich einfach nur darum, durchzukommen. Entweder stirbst du oder du schaffst es halt durch und wenn du es durchschaffst, dann bist du genauso schnell wie alle anderen. Hier geht es nicht darum, in der Identity Zeit aufzuholen, sondern wirklich einfach nur da durchzukommen. Ja, und im Chat wird gerade gefragt, Lorca sind 2 neue Fahrer, ja. Das ist richtig. Es läuft ja nebenbei immer noch die Trackmania Open Grand League, wo jeder mitspielen kann und kann sich quasi für die Trackmania Grand League qualifizieren. Da gibt es dann einen Combine, wo die 8 letzten Fahrer aus der Grand League gegen die Open Grand League Fahrer fahren. Ich weiß gerade nicht, wie viele das von der Open Grand League sind, die da reinkommen. Ich meine, es waren auch 8. Und 2 Fahrer aus der Grand League steigen ab, 2 aus der Open Grand League steigen auf. Kommen auch wieder alle durch die Identity, wie es aussieht. Stark. Diesmal gibt es aber eine Neuerung, dass nur die schlechtesten 4 Fahrer aus der Regular Season der Trackmania Grand League ins Combine kommen. Gwen muss resetten. Ja. Und dafür aber 20 Fahrer aus der Open Grand League gegen die schlechtesten 4 antreten. Gwen letzter. Ja, der musst du resetten. Das Auto hat ein bisschen gebuggt. Ist er da hängen geblieben an der Identity? Naja, der hat in der Luft resettet, deswegen sah das ein bisschen komisch aus. Vielleicht hat er schon gesehen, dass er anhängt. Naja, wahrscheinlich. Was er auf 7? Ist es noch okay? Ist es noch okay? Was war die Wette? Top 5? Top 5, ja. K ist wieder 9 und fährt trotzdem noch in die Punkte. Safe Call, da ist er schon.
Mann. Oh, Massa, also da hat er den fünften Platz. Wie ist denn eigentlich die Quote? Oh, es 44%. Oh. 44%, ja. Ah, die scheinen sich aber wirklich gute Fixpunkte da gesucht zu haben, die Fahrer. Also. Go, Papi, das ist so das geklaut. Das war Papi. Also wirklich. Also, wer hat das erfunden mit das? Papi statt Papu? Und wer wurde nicht gefragt, ob das okay ist, dass man hier die Chance von Go Papu auf Go Papi ändert? Also wirklich, da werden wir auch nochmal anfragen, wie sowas sein kann. Anwälte werden eingeschaltet. Einfach Go Papi. Das war Scrappy? Nee, Papi also war das. Meiner Meinung nach habe ich wieder Papi gehört. Abmahnung geht erstmal grundsätzlich raus. Ja, erstmal einen Anwalt hinschicken und dann. Erstmal abmahnen. So, Massa auf Platz 8 zurückgefallen. Und Pack, der ja schon das Showmatch der Fallseason letztes Jahr gewonnen hat, ist diesmal aber auch krass dabei. 48 Punkte aus den ersten drei Maps. Führt auch wieder hier vom Papi. Das ist ein Top-Spieler. Ich gehe nochmal auf Massa. Wie nimmt er jetzt die Identity? Ich auch. Da bleibt wirklich keiner hängen. Was? Du holst da wirklich fast nichts auf. Karl hat er jetzt abgeholt. Ja, Karl hat er einkassiert. Aber es ist halt nicht so wie letztes Jahr, dass eine Identity eine halbe Sekunde ausmachen kann. Nee. So kleine Fehler entscheiden ja auch mehr. Doch 7 halt, ist okay. Mach noch wenig Fehler vorne, leider. Papa wäre jetzt halt 23, wären weg, Hälfte. Weg ist halt krank. Er fährt wie ein Uhrwerk, das Ding juckt auch nicht. Ich glaube nicht, dass er noch irgendeinen Fehler macht. Boah, Massa, da war aber in der Bande drin. Ja, Massa schwitzt wieder rein. Hat aber gut genommen. Spam hat er einkassiert. Jetzt kriegt er mit einer guten Kurve vielleicht noch Twin. Bammy ist aber auch hinten dran. Ing. Vorletzte Runde, also vorletzter Jump jetzt. Wollen wir jemand mal fliegen oder nicht? Hey! Wir sind komplett safe da. Hätte ich nicht gedacht. Man ist wirklich alle super safe. Das schlimmer aus dann, als es ist wahrscheinlich für die Typen. Masse auf 7. Aber der ist wirklich in den beiden drin. Spam, Twin, alle auf demselben Niveau. Gerade schnellste Rennrunde, gerade vom Papi. Der auf dem dritten reingeht. Ich gehe einmal nach vorne, ich gehe mal auf Mutter. Mutter schlägt sich aber wirklich gut. Ja. Top 4 aus dem Combine gekommen. Erste Trackmania Grand League Season hier als Rookie. 20 Punkte schon auf dem Konto und ist hier wirklich, könnte quasi gerade auch Zweiter sein. Ist er jetzt auch. Jetzt holt ihn Papi wieder ein. Boah, das ist eng, ey. Eieiei. Macht auch keiner irgendwie mal einen größeren Fehler. Massa hat eine Kurve extrem geil genommen. Massa jetzt auf der 5. Massa auf der 5! Oh, Points sind da. Ja, das ist sehr gut genommen, die Kurve gerade. Jetzt fliegst du raus, ihr seid down. Oh, da hat er gebuggt! Was ist das? Ja, es ist wieder gescriptet. Oder nicht? Nee, hat er gut gemacht. Das reicht. Pack holt die Map vor Papi. Es geht durch noch. Brennen Mutter und Massa holt's. Er hebt einfach nur ab. Da hat's ihn kurz weggejätet auf der Rampe. Und es ist Karl wieder auf der 8. Der sneakt sich immer noch rein. Der ist wirklich wieder auf der 8. Und verliert seine Punkte nicht. Kappa, 23 Punkte. Oh, da wird dick ausgecasht an Points. Nice, Massa kommt weiter so. Schauen wir mal, wo liegt er da jetzt overall? 8. Auf der 8, okay. 68, ey. Pack bisher wirklich, wirklich saustark. Jetzt kann aber alles passieren. Jetzt nochmal zur Erinnerung. Jetzt geht's ab. Jetzt die entscheidenden Maps. Final Maps 5 und 6. Wer jetzt auf Platz 9 bis 16 landet, verliert alle seine Punkte. Und bekommt nur die für die jetzige Platzierung. Also jetzt muss man in den Top 8 landen. Jetzt muss man den Karl machen. Und da sind wir auf der nächsten Map. Picycle heißt die. Mit einer Identity, die auch ganz lustig zum Ansehen ist. Das ist vielleicht eine Identity, wo man hier und da mal ein bisschen Zeit aufholen könnte. Wir zeigen euch den Einspieler. Und zwar heißt, wenn ich mich nicht irre, Icicle heißt, glaube ich, Eiszapfen. Wo
wo das P jetzt vorne dran kommt, wussten wir nicht. Konnte Massa sich auch nicht erklären. Vielleicht hat einer von euch eine Idee, warum die Picycle heißt, die Map. Hier haben wir eine Stelle, wo man aufpassen muss, dass man hier, weil man auf dem Schnee fährt, dass man da nicht den Grip verliert. Und das ist die Identity. Und kommt von der Strecke, kommt auf Eis, macht hier einen 180-Turn auf diese Booster. Und dasselbe hier auch nochmal. Also man dreht sich zweimal um 180 Grad, möchte natürlich so weit nach hinten rutschen, wie es geht, um möglichst viel Speed mitzunehmen. Bis auf die letzte Runde. Da möchte man einfach möglichst schnell zum Startziel fahren. Ansonsten sind diese U-Turns unglaublich wichtig, weil der letzte Booster entscheidet, wie viel Speed du auf dem Rest der Strecke hast, weil du den kompletten Speed mitnimmst. Ja. Das Massa haben wir eigentlich ganz gut hingekriegt. Mal gucken. Pi gleich 180 Grad wegen Identity. Hatte ich auch überlegt. Aber ist Pi, was hat Pi mit 180 Grad zu tun? Ist Pi gleich 180 Grad? Keine Ahnung, ich war nicht auf dem Gymnasium. Ja, ich schon, aber. Aber ich weiß, dass Pi eine Kreiszahl ist, aber ich habe das nicht mit irgendwelchen 180s benutzt. Na gut ab. Zwei Pi sind eine Umdrehung. Ich kann gerade auf gar keinen drauf gehen. Jetzt kann ich nochmal. Oh, come on. Was sagen die Quoten? Quoten, Quoten. Bogenmaß Pi gleich 180 Grad. Kann man sogar was gelernt. Oh, 60% auf Jahr. Massa Top 8. Ja, mal gucken. Top 8 hast du gemacht. Okay, okay, okay. Ja, jetzt. 6 Millionen. Genau 6 Millionen auf Jahr und 4 Millionen auf Nein. Wie viele Points die Leute haben. Was, ja. Können wir mal gerade ins Overall Standing gehen. Da sehen wir, was Pack gerade führt mit 68 Punkten. Das ist wirklich stark nach 4 Maps. Du kannst quasi 80 Punkte nach 4 Maps haben, plus nochmal 8 für die schnellste Rennrunde. 68 ist unheimlich stark. Dann haben wir dahinter Karl mit 50, Bren mit 41. Bren in der letzten Season wirklich nicht gut gewesen. Der ist vorvorletzter geworden. 14. mit Overall nur 32 Punkten. Jetzt hat er schon 41. Also in der letzten kompletten Season hatte Bren 32 Punkte. War überraschend schlecht. Papi auf der 4 mit 38. Mudda als Rookie auf der 5 mit 30. Der andere Rookie Link auf Platz 14. Tween auf der 6, Bam auf der 7 und Massa auf der 8 mit 19 Punkten. Und es kann alles passieren. Du verlierst all deine Punkte, wenn du auf Platz 9 bis 16 landest. Mal gucken. Jetzt muss er. Vielleicht jetzt mal irgendwie so eine Top 3. So lecker. Könnt ihr mal gerade schauen, mit welchem Controller und Settings Mudda und Link fahren. Das habe ich euch letzte Season immer gesagt, wer mit welcher Kamera fährt. Was glaubst du? Mudda weiß ich, dass er Cam 1 fährt, weil ich schon mal den in seinem Stream gesehen habe. Was glaubst du, welcher Controller? Xbox. Ja, richtig. Und Link? Der spielt Cam 2 und auch Xbox. Ja. Also Xbox ist so beliebt, da. Der ist auch wirklich gut. Ich mochte immer diese Schultertasten nicht bei dem Xbox-Controller. Nee, die deswegen benutze so ich den auch nicht. Ja. Also ein paar Leute spielen hier auch den Thrustmaster eSwap Pro. Der Gwen spielt den zum Beispiel. Ansonsten sieht man größtenteils wirklich den Xbox One Controller bei fast allen Fahrern. Massa auch Xbox One. Scrappy fährt zum Beispiel den PS4 Controller. Evon, Logitech G915. Ein paar Leute auch mit Tastatur unterwegs. Zum Beispiel auch Tween, der spielt das HyperX Alloy FPS Red. Evon, wie gesagt, Logitech G915 Tastatur. Riolo spielt den Xbox One Elite 2. Und Bren ist auf den PS5-Controller gewechselt vor kurzem. Den irgendwie richtig kacke, den PS5-Controller. Hatte ich noch nicht in der Hand. Wie unterscheidet der sich von den vorherigen? Der ist viel kloppiger irgendwie. Ich weiß nicht, der ist richtig kacke. Ich glaube, den finden viele kacke. Also was ich so gehört habe. PS4 war halt noch clean, so typisch PlayStation. Aber der PS5-Controller ist irgendwie so... Ich weiß nicht. Passt irgendwie nicht so. Wer spielt nochmal Lenkrad und Cam 3? Das ist ein Fahrer, der hier nicht mitmischt. Das ist der Granadi. Der deutsche Kollege, der jetzt bei Alternate Attacks einen Vertrag bekommen hat. Der spielt mit Lenkrad und Kamera 3. Ja, das ist krank. Hat sich in der Open Grand League auch nicht so schlecht geschlagen für die Qualifikation. Übers Combine hat es nicht gereicht. Ist aber auch noch gar nicht so lange dabei. Und spielt auch noch gar nicht so lange Stadium. Den wird man in den nächsten Jahren, denke ich, auch sehen, wenn er so weitermacht.
Ist interessant. Manche fahren hier. Massa nimmt sich echt immer 2-3 Minuten, bis der hier auf Map 5 dann ins Practice geht, ins Warm-up. Wie findest du das neue Auto? Find's nice. Ich habe das alte gerade gar nicht mehr in Erinnerung, wie das aussah. Ja, das war so mehr in Big Farben. Das ist ja hier wegen ihr, der Versicherer, die bayerische wahrscheinlich, da ja, mit blau-weiß und so. Aber Massa meinte ja, die haben eventuell für ihn jeden Step ein neues Auto. So wie ich das richtig verstanden habe. Das wäre natürlich krass. Das ist der ultimative Flex. Naja. Weiß nicht, ob sie es machen, aber. Können wir mal bei Mutter gucken? Ich glaube, warte mal. Ja, Karl hatte, glaube ich, auch einen neuen. Das sieht auch nice aus. Also Mutter für die Org Edelweiß. Relativ schlichtes Auto, würde ich sagen. Link spielt für Grizzly eSport. Von Antoine Griezmann. Mathieu Odeville heißt der junge Mann. 26 Jahre ist Link. Das ist mit einer der ältesten im Teilnehmerfeld. Auch ein ganz cooles Auto. Dann gehe ich jetzt tatsächlich mal auf Karl und gucke mir Karls neues Auto an. Mit nice und dem Orange so. Leider wieder automatisch in der Replay-Cam. Naja, das werde ich mal ansprechen, warum das so ist. Also wir haben es getestet vorher auf dem Practice, auf dem Trainingsserver. Da konnten wir die Kamera wechseln. Hier geht es gerade irgendwie nicht. Asimov-Style, ja. Sieht cool aus. So, was war Kanalpunkte-Wette? Top 8? Top 8, ja. Oh, also das sieht aber gut aus gerade. Platz 1. Was war ganz locker leicht auf der 1. Ah, ich glaube, jetzt zieht er durch, ja. Wenn es wichtig ist, zieht er durch. Die wird auch dick gegrindet haben. Auch wieder eine sehr schnelle Map. Also ihr seht, die Maps ansonsten unterscheiden die sich nicht so großartig. Das ist so eine Stelle, da muss man aufpassen, weil man vom Schnee auf die Strecke kommt. Da kann man abfliegen. Ansonsten viel Dirt, viel Tech und wenig Stellen bis auf die Identities, wo du hier irgendwie großartig aufholen kannst. Ja, auch wieder, wie auf den Maps zuvor, so ein schöner langer Grasslide. Dinger macht's. Da sind wir auf der Identity. Geil aus in der, das sieht wirklich cool aus, ja. Oh, nochmal. So, und jetzt können wir es nochmal erklären. Viel mitnehmen. Ja, da hat er nicht so viel mitgenommen wie andere. Deswegen kommen da ein paar schneller. Es ist so wichtig, so viel Speed mitzunehmen, weil ihr seht's hier. Den Speed, den du da bekommst. Und er ist tot. Das war's absolut nicht. Den nimmst du für den Rest der Strecke mehr oder weniger mit. Also hier seht ihr hier kein Slide großartig, kein nix. Du nimmst den Speed ewig weit mit, deswegen ist es unheimlich wichtig, den Boost gut zu erwischen. Und das war jetzt wirklich super schlecht. Weil hier werden nicht viele Fehler passieren. Ja. Also ich glaube, die 19 Punkte, die können wir uns abschreiben. Braucht, dass die weg sind. Brill ist ein bisschen am Fighten. 41, wir haben down, aber hey, der ist auch schon wieder auf Platz 8. Ja, der ist aber auch absolut vorne da drin. Naja, ist über eng grad. Massa, ey. Schwierig. Auch einen Fehler an der blöden Stelle. Da musst du riskieren an der Stelle, aber wenn du dann Fehler machst, dann war es das. Ja. Und da rutschen sie wieder rein. Das ist interessant zu sehen, dass echt fast Hälfte, wer links rumdreht und wer rechts rumdreht. Als hätten die sich abgesprochen. Aber hier drehen sie alle gleich rum. Boah, Affi, das war krass von ihm. Boah, Bren hat super viel Speed. Ja. Kannst natürlich auch hinten rausrutschen. Das wäre natürlich bitter, aber umso mehr Boost, desto schneller bist du, ist ja klar. Massa auf 15, das Ding ist glaube ich weg. Pack hat auch viel verloren. Pack ist auf Platz 10 zurückgefallen. 68 Punkte stehen auf dem Spiel. Ja, aber bei dem ist es glaube ich noch nicht. Die sind eigentlich individuell zu gut. Holen sich immer mal noch 1-2 ab. Wenn ist überraschend schlecht gerade. Wieder letzter. Hier hat gerade nur 12 Punkte. Also der war so dominant vor und nach dem Twitch Rivals. Der hat ja gefühlt alles gewonnen. Weiß nicht, ob er diesmal ein paar mehr Hausaufgaben machen muss jetzt in letzter Zeit, aber das ist nicht der Gwen, den wir aus der letzten Season kennen. Ja, gut. Oh, Karl ist auf 1. Ach man, der Mann ist so heiß. Oh, hat der viel Speed, ey. Eieieiei. Oh, jetzt auch fast bis komplett hinter. Aber Papu nimmt's auch ganz gut. Aber die sind ja echt gut. Die Identity ist halt auch. Oh, warte mal, war das? Queen hat einen Fehler gemacht. Queen war das. Queen ist hängen geblieben. Wir hatten ja letzte Season schon gehört, dass Gwen nur 3 oder 4 Stunden am Tag am Rechner da. Vielleicht wurde auch die Zeit runtergeschraubt.
Also auf eine halbe Stunde. Vielleicht waren die Eltern tilt, weil er mehr Geld mit Trackmania nach Hause gebracht hat, als die Eltern zusammen verdienen und haben ihm dann irgendwie nochmal die Zeit gekürzt, was er zu Hause vom Rechner verbringen darf. Ja. Komm, Gwen, halbe Stunde muss reichen. Halbe Stunde reicht. 10 Minuten, mal kurz gucken, Twitter und tschüss. Stecker rein, Twitter, hallo, ich bin's, Twitter raus. Und Stecker raus. Hört raus. Oh Mann, ey. Okay. Hat Flair einfach nicht viel trainiert, weil er weiß, er muss eigentlich overall nur in die Top 8 kommen. Ja. Da auch interessant zu wissen, im Juni startet der Trackmania World Cup. Da fahren die 8 Fahrer mit, die in der Trackmania Fall Season 2020 und Winter Season 2021, also diese jetzt, die meisten Punkte gesammelt haben. Die Top 8 aus den beiden Seasons spielen im World Cup mit und da geht es dann im Rounds-Modus um die Wurst und da geht es um eine ganze Ecke mehr Kohle. Auch für Massa interessant, weil der die 9 meisten Punkte im letzten Step oder in der letzten Season gesammelt hat. Der kann sich da noch für qualifizieren. Ja, ich glaube, das wird richtig lecker. So, Massa aber wieder dran auf der 11. Naja, komm, beißen. Der kämpft sich ran, der Junge. Wir haben noch 2 Runden und die sind in Reach, die Leute vor ihm. Ich bin mal drauf. Ich habe Angst, dass er crasht, wenn ich drauf bin. Aber er macht's gut gerade. Ja, der geht aber auch dafür. Naja. Der hat mehr Speed als die anderen Jungs. Ja? Oh ne, das war ein Leck. Ich dachte, da hat es einen abgerissen. Was war das denn? Oh mein Gott, der beißt. Komm, beiß dich rein. Hau! Komm jetzt. Ja. Die kriegt er noch. Oh, du Freak! Aber er macht das so. Junkie. Jetzt aber nicht zu viel wollen. Jetzt schön schnell weiter, aber jetzt nicht ausrasten. Er ist schon auf der 7. Angst vor dem Mann. So mal schön weit nach hinten flutschen. Oh, ja. Der ist nach so weit hinten war noch keiner. Das ist unberechenbar. Komm, friss dich nochmal ran. Komm weiter hinter. Oh mein Gott, so und jetzt hier die Kurve, die hat er vorhin geschnitzt. Jetzt machst du safe. Ja, oh. Und der Speed, er kassiert einen Mutter ein. Ich hab nur Angst vor dem, dass er auch noch passiert. Ist auf der 6, der hat so Bock. Aber die vor ihm sind zu weit weg, glaube ich. Es ist eine Freakshow, die in Alpha geben. Gwen, krasse Performance gerade, eine Sekunde vor Karl. Ist irgendwer, der viele Punkte verliert? Mutter gerade auf der 9, ansonsten die Topfahrer gerade auch oben. Ja, die Topfahrer sind top. Ich gehe mal ganz kurz auf Mutter, weil ich das Gefühl habe, wenn ich auf Massa bleibe, macht er gleich einen Schnitzer. Ja, Mutter aber wieder in den Points. Oh, es ist so eng. Tween und Scrappy in ihn drin. Hohoho. Und für Mutter geht es um alles, aber er kann 8. Platz. Er hat nochmal kassiert, so ich gehe jetzt nochmal auf Dennis. Jetzt mach safe, Junge. Er ist auf der 5. Bring die nach Hause, die Punkte bringen sie einfach mit. Ja. Oh, der ist aber weit oben. Was war das denn? Ja, aber ist okay. 4. Platz. Was? 6. Nee, die hat er gerade nicht gut genommen. Oh, scheiße. Er macht das schon. Komm weit hinter. Oh, das ist super knapp. Wie viele sind da vor ihm? Spam hat er noch, Karl? Ja, das jawohl, ist Platz 6. Und Mutter verliert seine Punkte. Down. Unangenehm für ihn. 0,09. Oh, boah, das war stark, ey. Nach dem Fehler am Anfang ist er komplett angeeckt, oder? Ja. Der war ja locker 3-4 Sekunden dahinter. Ich auch mal irgendwie hinten und natürlich wieder Zweiter. Starkes Comeback. Trotz diesem Fehler. Hätte er den nicht gemacht, hätte er den ersten gehabt. Aber da musste er ja riskieren. Und schnellste Rennrunde hat er auch geholt. Ja, schön, supi. So, und dasselbe jetzt nochmal um Minusfehler auf der letzten Map. Und das ist die schlimmste von allen. Mit Abstand die schlimmste. Und hier kann alles passieren, weil das ist eine Map, die bis vor einer Woche nicht ein einziger der 16 Fahrer hier ohne Fehler 6 Runden hintereinander hinbekommen hat. Es ist Bookcase. Und der Einspieler kommt. Und das mag vielleicht gar nicht so schwer aussehen jetzt gleich im Einspieler, aber die ist unheimlich schwer zu fahren, die Map, auf dem Niveau. Viel Dirt auf der Strecke. Gespannt. Sehr, sehr gespannt. Massa einfach safe. Das Ding ist, du kannst sie nicht saven. Das Wilde ist, du hast hier Sprünge in diese Bookshelves rein. Deswegen heißt sie so Bookcase. Du musst hier immer den ersten Stock treffen. Gehst dann hier in einen Bugslide übers Dirt. Und das Schwere ist einfach, in dieses Bookshelf zu springen. 6-mal hintereinander. Das sah jetzt gerade gar nicht so schwer aus, aber es ist unheimlich schwer zu fahren. Ansonsten optisch auch sehr, sehr schöne und sehr gelungene Map. Und mal schauen, wer das hier 5 oder 6 Mal in Folge hinbekommt. Achso, hoffentlich komm, Dennis. Junge, komm.
Also auf der 6, ist okay. 29 Punkte, stark. Nochmal zur Erinnerung, letzte Season hatte Massa overall 124 Punkte. Pack 82 Punkte nach 5 Maps. Ja, da muss nur ein Ziel kommen. Der macht das, also der geht an den, denke ich. 82 von 110 möglichen, das ist insane. Bren auch stark, der hat 61 Punkte. In der kompletten letzten Season hatte der 32. Der ist stark, der Gute. Verdoppelt fast. Ja. Wenn, nur 4 Punkte. Da sehen wir den Bugslide auf dem Dirt, geil. Am Warm-up ist Dennis da. Hast du eine Wette gestartet? Nee. Willst du mal eine machen schnell? Ja. So, mal aber so ein wilde Top 3 jetzt direkt. Ja, ja, Massa. Oh ja, das wäre krank. Massa Top 3. Noch mal. Wie kann man denn jetzt für die richtigen Belieber? Wer traut sich da jetzt zu setzen? Wer traut sich? Wette ist offen, macht euch schnell rein, es geht gleich los. Also das wäre irre. Gehen Leute all in wieder, glaube ich. Naja. Inka fragt, ob alle Maps neu sind. Ja, das ist dasselbe System wie letzte Season. Es sind jetzt zum Start 6 neue Maps und mit jeder neuen Woche fliegen die ersten beiden Maps raus und es kommen 2 neue hinzu. So, Dennis. So, jetzt geht's ab hier. Eieiei. Jetzt wird's unangenehm. Mal gucken, was jetzt geht. Zum Beispiel gespannt, boah, wie viele Gwen. Leute da raus. Ja, Gwen war Kostrad. Der hat eine die andere Linie da. Ja, ja. Müssen wir uns gleich mal angucken. Gwen ist da irgendwie anders gefahren gerade und hat super viel aufgeholt. Ja. Und da seht ihr das, was ich gerade gesagt habe. Sehr viel Dirt. Gibt's auch ein paar Dirt-Spezialisten. Jetzt kommen wir zur Identity. Im Replay. Ersten Sprung geschafft. Gut zweiten aus, auch. Sieht gut aus, sieht wundervoll aus. Bugslide auch gut genommen, stark. Aber von allen stark beißen. Genommen. Ja. Boah, da hat er sich aber gerade noch gefangen. Das sah ein bisschen holprig aus. Aber ist vorne mit dabei, ist alles gut. Ist irgendwer schon komplett down gegangen? Gwen? Ich gehe mal auf Gwen, weil dann können wir gleich mal gucken, wie der das anders fährt als der Rest. Der scheint diesmal, gut, ja. scheint diesmal wirklich nicht viel trainiert zu haben, Gwen. Jetzt sind wir gleich an der Stelle. So, wie macht der, was fährt der anders? Evon? Jetzt sah es gerade nur so aus. Er hat richtig viel gut gemacht beim ersten. Ja, das sah aus, als hätte er dann eine andere Linie gefahren. Was ist aber scheinbar doch nicht. Und bei Massa sind wir jetzt wieder bei der Identity. Die sind wirklich auch gefühlt viel kürzer, die Strecken, als letzte Season. Ja, naja. Also auch gefühlt, ich wüsste gar nicht, wo ich hier irgendwelche Einspieler pushen sollte. Und Massa macht den Fehler. Da ist er zu weit rechts gesprungen, an den Pöller gekommen. Aber es ist noch auch, es ist noch an der Stelle, wo man zum Glück nicht zu viel verliert, weil du eh langsam in die Kurve kommst. Das kann man noch aufholen. Top 3 wird schwer, aber er muss in die Top 8. Ja. Und denk dran, es ist eine Map, wo Fehler passieren. War alles drin. OPEC, letzter jetzt. 82 Oh mein Punkte. Gott, nein. Oh, der tut mir gerade so leid. Die werden wechseln, mal, das ist noch zu viel. Plus 4-5. Das wäre absurd, wenn er noch reinkommen würde. Die sind komplett weg. 82 Punkte. Er dominiert die ersten 5 Maps und jetzt verliert er alles auf der letzten. Oh nein, das ist so unangenehm. Das ist so unfair. Gut, aber vielleicht schafft er es noch, aber da müssten so viele Leute schnitzen, weil plus 4-4 ist schon hart. Oh, könnte aber gut für Massa sein. Mal schauen, was er jetzt macht. Oh, da muss er unten lang fahren. Er hat abgebremst. Ja. Oh Gott, oh Gott. Der geht auch gar nicht für den Dirt Slide hier. Oh, der ist nervös. Aber er hat auch guten Speed nochmal. War nochmal eigentlich ganz gut. Ah, ja, da wieder, zu viel. Oh no. Ja, ist mausetot, der Mann. Das war's. Alles weg. Da hat er nicht committed oder vielleicht davor zu viel Speed verloren. Alles weg. Das war's Call jetzt, glaube ich. So ein Affi profitiert, den hat man heute noch nie gesehen, den Mann. Affi hat man heute noch nicht einmal gesehen und er ist auf 2 jetzt, wenn es drauf ankommt.
Und Karl ist natürlich wieder am Start. Papu auch. Wer verliert noch Punkte? Bren auch. Guck mal, Bren 61 Punkte. Bren, der war gerade Zweiter. Die sind auch weg, die Punkte, wenn es so bleibt. Ja. Ja, Karl wird es natürlich köstlich schmecken. Papu wäre auch nice. Ah, ich denke, da passiert noch was, aber... Ich glaube auch. Ich gehe mal auf Karl jetzt. Ich gucke mir die Identity von Karl an. Gefühlt geht jeder down, wo wir gerade in der Cam drauf sind. Ja. Aber... Der ist unverwundbar. Ja, Karl ist halt eine Maschine. Ja. Affi bleibt aber dran. Massa hat so jetzt noch mal zwei Pack Plätze gut gemacht. So, ist so, bei dem wäre es verdient, wenn er noch in die Punkte fährt. Aber da muss er halt noch ein bisschen was gut machen. Eigentlich ist es weg. Ist die vorletzte Runde. Ja, ich wüsste auch nicht, wer da noch 3,5 Sekunden opfern soll. Er muss auf die Fehler hoffen. Ja. Papu auch gestorben. Auf der 14. Oh mein Gott. Oh, da gehen ist ja sogar hinter Masse, die gehen alle down. Guck dir das mal an. 83 kaputt. Wie viele Leute einstellig Punkte gerade in den Top 8 haben. Affi, Scrappy, Mudda, Kappa, Rionu. Ja, ist unglaublich. Und unten sind die dicken Hitter. 33 Punkte bei Tween, 82 bei Pack, Master 29, Papu 50, Bren 61. Das wird hier komplett geschaffelt nochmal. Bei denen werden die Finger brennen, nach dem Game auf Twitter oder nicht irgendwas zu schreiben zu dem Punktesystem. Aber die können sich nichts erlauben. Da wird keiner was machen. Das ist so schlecht. Ja, die sind, also Tween kommt vielleicht noch rein. Ja, und er Tween ist. Tween hat einen kassiert. Und noch eine Runde haben wir noch. Oh, Affi ist RIP gegangen. Oh mein Gott. Der ist ja komplett weg. Ja, Massa wird es nicht mehr holen. Wie sieht es bei Pack aus? Affi, er muss den Fahrer vor Affi noch einkassieren. Tween, ja. Das schafft auch der nicht. Also sie sind wirklich weg, die Punkte. Ja, sollten weg sein, denke ich. Der wird sich ärgern. Ja. Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Das ist so unangenehm und es passiert halt wieder. Das war auch bei der letzten Season so oft einfach der Fall, dass irgendeiner RIP ist. Das ist halt auch das Wilde, weil wenn ausgerechnet die schwerste Map dann auch noch die letzte ist, wo du alles verlieren kannst. Ja. Oder wo du so eine Identity hast, die du echt fast nicht 6-mal in Folge hinbekommst. Mal gucken, Karl, ob es jetzt 6 von 6 Mal hinbekommt. Ich denke, dann macht's easy. Der ist ja super close gelandet gerade. Jetzt noch einmal den Bugslide treffen. Hat er nicht gemacht. Er wird noch einkassiert. Ja, aber er macht's safe. Aber safe. Holt sich den zweiten und Mudda holt die Map. Was? Starker Typ. Und da wird nicht mehr geschaffelt. Ist weg. Ja, er ist weg. Er ist 10. Platz. Das ist alles weg. Pack ist weg. Massa, Pack-Punkte alle, weg. Papu. Alles ist weg. Schnellste alles Rennrunde bei Gwen, auch wenn er hier auf Platz 9 landet. Oh. Ja, wilder Shuffle. Mudda vorher 5 Punkte gehabt, Scrappy 3 Punkte, Kappa hatte einen einzigen Punkt. Und landet gucken, damit wie das jetzt aussieht, overall. In den Top 8. Oh, ja, das tut weh. Ja, dann ist es Karl am Ende. Und natürlich. Karl gewinnt wieder mal. Ein Step Demi und kommt damit auf 9 gewonnene Steps overall. Und führt krass, das Ding hier mit Abstand direkt. Krass. 73 Punkte, Spam, dank der Performance auf der letzten Map. 39 Punkte, punktgleich mit Tween. Ja, Massa, gute Performance auf Map 5. Jetzt wieder 2 große Fehler. Und dann bist du halt ganz schnell mal Vorletzter. Aber ist noch alles schwierig, drin. Wir haben noch 5 Steps vor uns. Ja. Die Map, die wir jetzt gesehen haben und die davor, sind in der nächsten Woche die Maps, die wir in der mittleren Stage sehen, das heißt, man verliert da 50% der Punkte. Da müssen wir hoffen, dass wir da Maps hinbekommen oder Maps kriegen, die ein bisschen einfacher sind. Das war unlucky. Ansonsten muss man fairerweise sagen, dass das heute auch nicht der Step von Massa war. Also bis auf Map 5 hat er ja eigentlich überall irgendwo einen Fehler gemacht. Ja. War natürlich im Schnitt besser als jetzt der ein oder andere, der jetzt am Ende doch vor ihm ist, wegen dem Punktesystem, aber es war auch kein allzu starker Step von Massa diesmal. Ah, da kommen noch. Ja, 5 Steps haben wir noch, es kann noch alles passieren. Karl jetzt erstmal dick in Führung mit 73 Punkten. Gwen, 7 Punkte. Der muss sich ranhalten, wenn er das noch holen will. Pack, tut mir leid, ey. Der hatte, wie viele hatte der? 82 Punkte?
fällt auf 5 zurück. 5 saustarke Maps, eine, wo er einen Fehler gemacht hat und landet damit hier nur auf dem 10. Platz overall. Ist noch viel zu holen. Noch nichts passiert. Pack hätte ich die Punkte wirklich gegönnt. Ja, klar. Der war wirklich, der war wirklich krass, der war stark. Der hätte ja easy gewonnen jetzt mit seinen 80 da. Ja.